Ja, am Donnerstag hatten Landwirte in ganz Sachsen eine erneute Protestaktion gestartet und mehrere Autobahnauffahrten blockiert. Nicht die erste Demonstration. Bereits am Montag gab es ja bundesweit lautstarke Proteste. Wir hatten darüber hier bei Sachsen aktuell ja auch berichtet. Im Freistaat war das unter anderem in Chemnitz und in Leipzig sichtbar. Der Grund liegt in den Entscheidungen der Ampelregierung, Subventionen im Agrarsektor zu kürzen. Haben die Demonstrationen tatsächlich etwas bewirkt? Und wenn nicht, wie will man jetzt weiter vorgehen? Dazu sprechen wir mit Thorsten Krawczyk, dem Präsidenten des Sächsischen Landesbauernverbands. Guten Abend. Guten Abend. Ja, erklären Sie uns doch gerne nochmal vorab im Detail. Die Landwirte demonstrieren gegen diverse Entscheidungen der Ampel. Was stört Sie genau an der Regierung? Es ist die Summe der Entscheidungen, die uns dann am Ende mit den letzten Entscheidungen, die Steuerbegünstigung von der Landwirtschaft in Höhe von 1 Milliarde zu streichen, wahnsinnig frustriert in die Weihnachtszeit gehen lässt. Ich möchte bitte daran erinnern, dass wir hier in Sachsen eine verspätete Auszahlung haben der Staatsgelder. Wir bekommen sie dieses Jahr nicht mehr. Und da sind die sächsischen Bauern schon sehr böse darüber. Und jetzt wird die Landwirtschaft überbordend belastet bei den Einsparmaßnahmen. Sie müssen bitte daran denken, 1% der Bevölkerung sind die Landwirte, die versorgen 100% der Bevölkerung. Und diese 1 Milliarde Einsparung von den 17 Milliarden, die eingespart werden müssen, sind ungefähr 10% der Einsparleistung. Und da werden wir überproportional bestraft. Sektoren wie die Industrie werden von Belastung ausgelassen und hier wird ein kleiner Berufsstand, der hart arbeitet, wird bestraft und das zu einer Zeit, wenn solche Informationen vor Weihnachten, die sind für uns extrem belastend. Machen Sie es gerne noch mal fest, an wen richtet sich genau Ihre Kritik? Die Ampelregierung, gibt es jemanden, den Sie da besonders im Blick haben? Ja, mittlerweile nehme ich die ganze Regierung in die Haftung, weil allein den Landwirtschaftsminister zu nehmen, redet sich ja jeder raus. Ich bin wahnsinnig enttäuscht von der FDP, bin ich ehrlich, weil ich hätte dort wenigstens erwartet, dass eine Bindung zur Wirtschaft da ist. Und unser Bundeskanzler, der trifft sowieso keine Entscheidungen. Also wenn es nach mir geht, reden wir nicht bloß von Steuererleichterungen oder Befreiung, sondern ich finde, die ganze Berliner Regierung müsste weg. Welche Reaktion hat es denn während der Demonstration gegeben? Wir hatten es eben hier auch kurz im Bild gesehen. Also hatten die Bürgerinnen und Bürger Verständnis für ihren Protest? Ja, das ist immer das Schwierige bei solchen Protesten. Fakt ist eins, die Mehrheit der Bevölkerung steht hinter uns. Ich kann Ihnen das auch heute ganz deutlich sagen. Es steht auch das ganze Handwerk und die Bäckerinnung, Fleischerinnung, die stehen alle hinter uns und bekennen sich zu den Landwirten und wollen uns mit unterstützen. Natürlich gibt es auch immer Bevölkerungsteile, die da kein Verständnis haben, wenn sie in ihren Bewegungsfreiheiten eingeschränkt werden. Und nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Mehrheit der Bevölkerung versteht, wie es dem Handwerk, der Wirtschaft und hier der Landwirtschaft geht. Und deswegen ist die überwiegende Meinung ist Zustimmung und Unterstützung. Wie sieht es auf politischer Ebene aus? Konnten Sie da schon jemanden von der Ampelregierung vielleicht erreichen? Also gab es irgendwelche Reaktionen? Das erschreckt mich ehrlich gesagt. Da bin ich ehrlich. Ich hätte schon erwartet, dass man die Zeichen der Zeit erkennt. Aber wahrscheinlich ist es dann tatsächlich so, dass wenn man zu lange an der Macht und in der Berliner Blase ist, überhaupt nicht mehr erkennt, wie es der Bevölkerung geht. Deswegen bin ich auch so deutlich geworden, was den Regierungswechsel betrifft. Weil hier kommen absolut aktuell keine Signale, irgendwas in irgendeiner Art und Weise daran abzustellen und hier mal etwas nicht nur auf die Landwirte, sondern generell auf die werktätige Bevölkerung drauf zuzugehen. Und deswegen ist es so, wir werden nach wie vor halten wir daran fest, am 8. Januar wird die Luft brennen. Was genau heißt das? Was sagen Sie da voraus? Der aktuelle Stand ist, weil wir natürlich da das auch alles anmelden wollen, wir wollen uns natürlich auch im legalen Bereich bewegen. Es ist so, dass wir Planung haben, sowohl in Berlin als auch auf Landesebene. Wir werden eine Aktionswoche haben, die ab dem 8. Januar beginnt und bis zum 15. Januar gehen soll, weil in der Zeit ist die parlamentarische Befassung. Am 8. Januar werden wir beginnen auf Landesebene definitiv mit starken Signalen in Sachsen. Und ich unterstelle mal, dass die anderen Bundesländer auch mitziehen, starke Signale in dem ganzen Bundesgebiet zu haben. Ich lade auch dazu ein, dass alle, die sich zu uns bekennen, Handwerk, Transport, Logistik, und auch Bevölkerungsteile, und wenn sie einen Daumen hoch schicken und uns unterstützen, dass wir das Signal senden können, beginnend mit dem 8. auf Landesebene und dann eine große Abschlussaktion haben in Berlin, wo einfach die Stadt nochmal lahmgelegt wird.
Sie hatten es gerade schon angesprochen, hier im Interview ist ja nicht die erste schlechte Nachricht für Landwirte. Bereits Ende Oktober hatte ja das sächsische Agrarministerium eingeräumt, dass es wegen Problemen bei der Softwareanpassung nicht wie üblich im Dezember zu den Agrarauszahlungen käme. Da geht es um richtig, richtig viel Geld. Und Sie hatten da auch den Umweltminister von Sachsen, Wolfram Günther, von den Grünen kritisiert. Wie stehen Sie jetzt aktuell zu ihm und der Regierung hier in Sachsen? Wir hatten jetzt viel über die Ampel gesprochen, aber wie sieht es konkret hier in Sachsen aus? Ich weiß, dass ich da im Berufsstand nicht viele Freunde habe. Und ehrlich gesagt, das Verhältnis zwischen dem Minister und mir ist gerade wegen dieser Sache auch oder ist belastet, ist definitiv so. Ich möchte erstmal, dass endlich diese Gelder bei den Landwirten landen und das so früh wie möglich. Und ich weiß, dass es eine hohe Erwartungshaltung gibt, dass der Landwirtschaftsminister zurücktritt und ich kann das nachvollziehen. Mir ist es nur so, ich möchte erstmal, dass endlich dieses Problem mit diesen Geldern in Ordnung gebracht wird, weil wir immer noch nicht wissen, an welchem Tag das Geld bei uns ankommt. Und das muss erstmal in Ordnung gebracht werden und dann soll es eine politische Aufarbeitung geben. Und ich finde auch, da sollte jemand eine Verantwortung übernehmen und das sehe ich gerade nicht. Okay. Blicken wir nochmal auf das gesamte Jahr 2023. Viele Hiobsbotschaften in den letzten Wochen, aber mal allgemein, wie ist es denn den Landwirten diesen Sommer ergangen? Kann man insgesamt auf ein gutes oder eher ein schlechtes Jahr zurückblicken? Und welche Herausforderungen hatten Sie denn auch zu meistern? Ich finde es gut, dass Sie die Frage stellen, weil ehrlich gesagt, und das beschäftigt mich am meisten, ich wünsche den Bauernfamilien, die ja nur alle hart arbeiten, unseren ganzen Mitarbeitern, wünsche ich wirklich eine friedliche und besinnliche Weihnachtszeit. Deswegen haben wir auch gesagt, wir wollen, sagen wir mal, zumindest dann bis 8. Januar so den Weihnachtsfrieden halten und auch die Bevölkerung in Ruhe lassen. Wir wollen nicht den Rückenhalt verlieren. Aber Fakt ist eins, es ist eins der belastendsten Jahre, die wir je hatten. Weil, und das merken Sie ja als Verbraucher unmittelbar nicht, wir haben momentan Getreidepreise, Ölpreise, die ungefähr 30% unter dem Vorjahresniveau liegen. Dann müssen wir auch noch feststellen, dass unser Getreideverkauf überhaupt nicht läuft. Das heißt, unsere Lager sind aktuell so voll wie nie, weil tatsächlich auch ukrainische Ware hier auf diesen Markt drückt. Sie wird jetzt durch Polen durchgelassen und dann drückt sie auf unseren Markt. Das heißt, die Bauern haben unmittelbar ihr Einkommen nicht aus dem Getreideverkauf. Dann kommt diese Hiobsbotschaft mit dazu, dass dieser Gesellschaftsvertrag, wo diese Prämien gezahlt werden an die Landwirtschaft für gesellschaftliche Leistungen, Umweltleistungen, Klimaleistungen, Verzicht auf Produktion, was ja dann mit diesen EU-Geldern gezahlt wird, diese Leistung wird nicht erfüllt, die Rechnung wird nicht bezahlt. Und dann kommt kurz vor dem Heiligen Abend dann diese Nachricht noch von Berlin, noch zusätzlich die Landwirtschaftsbetriebe zu belasten. Sie haben momentan, finden Sie Landwirte vor, die extrem verunsichert, frustriert, teilweise bösartig sind über die Situation, wie sie sich wiederfinden. Wir ernähren diese Gesellschaft, stehen auch für den konstruktiven Diskurs, uns zu verändern, uns den Themen wie Biodiversität und Klimawandel zu stellen. Und dann wird auf allen Ebenen versucht, diese Landwirtschaft zu belasten. Und jetzt kommt noch ein schwerer Punkt mit dazu. Sie haben in den letzten beiden Jahren der Inflation, haben Sie auch gemerkt, wie Lebensmittelpreise die Inflation treiben. Und wir sind daran, an dieser Preissteigerung aktuell nicht beteiligt. Das heißt, alle zusätzlichen Kosten, die jetzt noch in diesem Jahr mit dazukommen oder ab nächsten Jahr, die sind momentan nicht eingepreist. Also sie hinterlassen gerade in der Weihnachtszeit, wo man zur Ruhe kommt, wo man die Arbeit abgeschlossen hat, hinterlassen sie die Landwirte perspektivlos. Und das ist wahnsinnig frustrierend. Ja, vielen Dank für das Gespräch auf jeden Fall. Blicken Sie trotzdem ein bisschen optimistisch in die Zukunft, ins neue Jahr? Das Einzige, was mich wirklich optimistisch stimmt, und das ist ehrlich gesagt, die Tragweite kann ich heute gar nicht einschätzen, ist tatsächlich diese hohe Verbundenheit der Gesellschaft, der anderen Wirtschaftsbranchen in unserem Aufbruch, in unserem Demonstrationsgeschehen, was wir jetzt gerade zutage legen, dass da so viel Unterstützung aus einer Breite kommt und auch aus anderen Wirtschaftsbereichen, die mich hoffnungsvoll stimmen, dass die Gesellschaft tatsächlich auch, sag mal, für ein Handwerk steht, für eine Leistung steht, die sie erbringen will, fürs Arbeiten steht. Und das ist uns ein bisschen abgegangen für eine gewisse Leistungsbereitschaft. Deswegen glaube ich, dass diese Gesellschaft nach wie vor fähig ist, eine Zukunft zu gestalten. Und das ist das Wichtigste, was wir brauchen.
sagt Horst Krawczyk, Präsident des Sächsischen Landesbauernverbands. Vielen Dank für das Gespräch und das haben wir heute Mittag aufgezeichnet. Dankeschön.